Ja, 10 Jahre Best of Swiss Gastro, meinen herzlichsten Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Ich wünsche euch alles, alles Gute, macht weiter so. Happy Birthday, Andi und George, ihr habt so etwas Tolles aufgestellt. Schaut mal, so viele Leute, es haben alle eine tolle Party. Merci vielmals und weiter so. Also nachdem, dass ich das schon 10 Jahre erlebt habe, wünsche ich dieser Geschichte Best of Swiss Gastro noch 30 Jahre oder 40 Jahre dazu. Weil ich finde es eine gute Geschichte. Und sie haben etwas ins Leben gerufen, das extrem ist und der Swiss Gastronomie nur gut tut. 10 Jahre Best of Swiss Gastro, 10 Jahre dabei gewesen, jedes Jahr am gleichen Ort. Wirklich hammermässig. Alles Gute zum Geburtstag, auf weitere 10 Jahre. 10 Jahre ist schon eine recht lange Zeit und darum, ihr habt es geschafft. Ihr könnt wirklich sagen, ihr seid voll dabei. Und ich wünsche euch jetzt nochmal 30 Jahre so viel Erfolg, wie ihr bis jetzt habt. Es ist im Fall immer mega, mega cool, mit euch zusammen zu arbeiten. Happy Birthday! Der Publikumspreis Best of Swiss Gastro wird 10 Jahre alt. Eine Veranstaltung, die schon längst aus den Kinderschuhen gewachsen ist. Wir sind als kleine Nischenveranstaltung gestartet, wo eigentlich keiner haben wollte, wo uns viel haben anhören müssen, was das eigentlich soll. Und wenn ich jetzt 10 Jahre zurückgucke, kennt jeder den Brand, die Leute akzeptieren das, sie haben Respekt davor. Und das ist natürlich genial, wenn man durchhält und nach 10 Jahren so eine Aussage machen kann. Am Anfang belächelt, hat sich der Best of Swiss Gastro zu einer eigenständigen Marke entwickelt. Ein erfolgreiches Projekt, das in den vergangenen 10 Jahren aber auch zu kämpfen hatte. In den letzten 10 Jahren haben wir ein paar Hürden gehabt, die uns mitverfolgt haben oder mitbegleitet haben. Gastronomen überzeugen, dass Kommunikation und Marketing etwas bringen tut und auch mehr Gäste bringen tut. Endkonsumenten dazu bringen, dass neben Testesser auch noch das Publikum etwas mitzureden hat und Zulieferanten überzeugen, dass die Auftritte am besten Swiss Gastro etwas bringen tut. Denn ohne Zulieferanten und Sponsoren ist dieser Anlass schlicht und einfach nicht möglich. Unternehmen wie Heineken oder CCA Angern unterstützen seit 10 Jahren den Publikumspreis. Die Grundidee hat uns fasziniert, dass man hingeht und Talent sucht, eigentlich auf dem Gastromarkt, talentierte Unternehmen, talentierte Team. Und darum haben wir von Grund auf gesagt, spontan, da sind wir dabei, das ist eine gute Sache, das bringt unsere Branche und unsere Kunden fürsche. Ich glaube, es war ein Experiment, einen Konsumenten- oder einen Gästepreis zu kreieren in der Schweiz. Das hat es ja bis dahin nicht gegeben. Und wir haben gesagt, finden wir eine ganz gute Idee und solche Initiativen, die sollten wir unterstützen. Das war eigentlich der Grundgedanke. Zum Erfolg von Best of Swiss Gastro tragen aber auch jüngere Allianzen bei. Unternehmen wie local.ch. Zum ersten Mal konnte das Publikum auch via Local Guide ihre Stimme abgeben. Was glauben Sie, was bewirkt Best of Swiss Gastro für die Schweizer Gastronomie? Also ich denke, es gibt einen Innovationsschub, eine Dynamik. Ich habe ja bereits gesagt, ich habe das Gefühl, unsere Gastrobranche ist zum Teil verknöchert, oder? Mit Ausnahme von all denen, die da sind. Und das gibt einen Schub, wenn man neue Sachen auf die Bühne bringt, wenn man einen Anstöß gibt in der Branche, glaube, das wirkt. Auch in diesem Jahr wurden die besten Gastronomiekonzepte vor 700 Kenner in Basel ausgezeichnet. 151 Konzepte, die in 9 Kategorien vom Publikum bewertet wurden. Zum ersten Mal in diesem Jahr wurde die Prämierung live im Internet übertragen. Abräumer des Abends und somit Master 2014, Frau Geroldsgarten in Zürich. Ich bin davon überzeugt und meine Partner auch, dass es ein guter Preis ist. Es zeigt ja, Gastronomie ist ein extrem wichtiger Bereich in der ganzen Schweiz. Und es zeigt ja auf der anderen Seite auch, dadurch, dass es ein Publikumspreis ist oder primär ein Publikumspreis ist, dass es auch das widerspiegelt, was die Leute schätzen oder gut finden. Und das ist etwas, was für uns auch wichtig ist zum Hören. Also es ist wie ein schönes Feedback auch. Wie es sich für diesen Anlass gehört.
Kulinarische Köstlichkeiten in diesem Jahr zubereitet von einer Schar von Jungköchen. Auch nach 10 Jahren Best of Swiss Gastro gelingt es den Machern immer wieder, die Branche zu begeistern und Neues aufzutischen. Eigentlich unglaublich, irgendwo, was man doch realisiert hat. Manchmal ist das selber gar nicht so richtig real. Man wird oft angesprochen auf das Projekt. Wir merken, dass es auch respektiert wird und akzeptiert wird. Und das Resümee ist eigentlich, dass man mit Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen, obwohl auch nicht immer alles rund läuft, doch richtig was erreichen kann. Das macht halt irgendwo ein bisschen stolz.